Die Verbindung zur kosmischen Apotheke aus dem Buch Lichtbotschaften von den Plejadern, Band 7 von Pavlina Klemm. Ich grüße dich, du wundervolle Seele. Schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge hier auf dem Kanal. Raise Your Frequency, erkenne dein Licht. Ja, und um unsere Frequenzen noch ein bisschen weiter nach oben zu erheben, möchte ich dir gerne dieses wundervolle Wissen hier weiter übermitteln, was ich aus dem Buch Lichtbotschaften der Plejada aus dem 7. Band von Pavlina Klemm erhalten habe, nämlich die Verbindung zur kosmischen Apotheke, einem Feld, aus dem wir uns alle Heilfrequenzen, alle Informationen downloaden können, die uns gerade in unseren Heilungsprozessen am besten unterstützen. Kleines Intro-Video noch und dann geht's los. Und zuallererst möchte ich mein riesengroßes Dankeschön an dich übermitteln, liebe Pavlina Klemm, dafür, dass du dieses grandiose Wissen hier übermittelst, als Brückedienst, als Kanaldienst, diese Botschaften zu übermitteln. Vielen, vielen Dank, auch dass du mir erlaubt hast, dieses Video zu drehen, hat mich sehr gefreut, denn es ist so ein leichtes, so eine wundervolle Art und Weise, sich mit diesen Heilfrequenzen auszustatten. Ja, es ist unkompliziert. Die göttliche Intelligenz wirkt leicht unkompliziert. Sobald es kompliziert wird, kann man davon ausgehen, dass der menschliche Verstand, das Ego, sich wieder mit eingeschaltet hat. Und dann mein weiteres riesengroßes Danke an euch, ihr wundervollen Plejada, dass ihr uns hier so wundervoll unterstützt, dass ihr euch ja so viel Energie hier darauf verschwendet, uns dabei zu unterstützen, in diese nächsthöhere Energiedimension uns zu entwickeln, zu transformieren. Gerade in diesen Zeiten ist es echt unabdingbar. Ohne diese Unterstützung sehen wir, glaube ich, echt alt aus. Also wir brauchen Hilfe, das betont ihr ja auch immer wieder, dass wir uns schon sehr, sehr tief von den dunklen Mächten haben versklaven lassen, wie man es auch sagen möchte. Wie dem auch sei, kommen wir also zum dem Wissen um die kosmische Apotheke, um die Verbindung zur kosmischen Apotheke. Was ist die kosmische Apotheke? Es ist ein morphogenetisches Feld, in dem, was also noch bevor die menschliche Existenz überhaupt stattgefunden hat, begonnen hat, gab es dieses Feld schon, was von der göttlichen Intelligenz installiert worden ist, wo also alles drin ist, was die Menschenseele benötigt, was wir Menschen hier brauchen, seien es Pflanzenextrakte, die Heilfrequenzen der Bäume, natürliche Hormone, Mineralien, Aminosäuren, Vitamine, tatsächlich auch heilige Geometrien, Töne, Farben, alles. Alle Heilfrequenzen, Pflanzenextrakte habe ich, glaube ich, schon gesagt, also einfach alles, was dir gut tun kann an Mineralien, an kolloidalen Metallen, kolloidales Gold, kolloidales Silber. Einfach alles, was es überhaupt gibt an Heilmöglichkeiten, kannst du unmittelbar anzapfen und dir diese Information in dein Feld holen. In deinen Körper, in deine Seele, in deinen Geist. Ja, wie funktioniert das Ganze? Es ist auch total simpel. Falls du schon mal mit den Plejadern die Plejada kennengelernt hast oder die Art und Weise, wie sie mit uns arbeiten, das funktioniert oft über Zahlenreihen. Sie haben verschiedene Zahlenreihen, die sie uns geben, die sie also so programmiert haben, dass sie uns leichten Zugang verschaffen, dass sie uns unmittelbaren Zugang verschaffen, quasi als Brücke dienen, als Schlüssel, um in dieses oder jenes morphogenetische Feld einzutauchen. Dort gibt es verschiedene Zahlenreihen, welche wir für diesen Zugang zur kosmischen Apotheke verwenden wollen, ist die Zahlenreihe 8787. Und die Intention allein reicht, also falls du dir auch, da merkst du wieder, wenn sich der Verstand einschaltet, allein deine gute Absicht, deine reine Intention aus dem Herzen ist genug, damit das Ganze klappt. Du musst dir keine Gedanken machen, ob es klappt oder nicht, es klappt. Genau. Und
Zuallererst verbinden wir uns also über diese Zahlenreihe, über unser Herz. Du stellst dir also diese Zahlenreihe vor deinem Herzzentrum in der Mitte deiner Brust vor, am besten in goldener Schrift oder gold-rosafarben mit Grüntönen vermischt, so gold-grün-rosafarbenen Ziffern. Stellst du dir 8, 7, 8, 7 vor deinem Herz vor, dreimal. 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7. Und du verbindest dich mit der Seele der Menschen. In der Seele der Menschheit sind alle morphogenetischen Felder drin enthalten, die jemals kreiert worden sind. Also alles, 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 was jemals im Laufe der Menschheitsgeschichte stattgefunden hat. Eben auch lemurisches Wissen, atlantisches Wissen, auch von solchen Kulturen, die sehr tief mit der göttlichen Intelligenz verbunden waren. Und dieses über diese Menschenseele verbinden wir uns dann weiter. Du kannst dir auch vorstellen, dass goldene Lichtbänder sich dorthin ausrichten. Und über die Liebe und die Dankbarkeit in deinem Herzen verbindest du dich erst mit der Menschenseele und dann weiter mit der kosmischen Apotheke. Und mit all den Lichtwesen und Wächtern, die diesen Raum behüten. Ich kann sagen, Liebe und Dankbarkeit verbindet uns. Und jetzt bittest du um den Download aller Heilfrequenzen, die jetzt gerade gut für dich sind. Aller Pflanzenextrakte, Vitamine, Mineralien, kolloidalen Elementen, natürlichen Hormonen, mit allen Bäumen, mit allem, mit allen Tönen, Farben, heiligen Geometrien, alles, was dir jetzt gerade gut tut. Lädst du in dein Feld hinunter. Das ist jetzt nur die Anleitung, aber vielleicht spürst du, falls du jetzt schon mitgemacht hast, wie intensiv das schon ist. Und was also dann weiterhin eine wundervolle Möglichkeit ist, ist, dass du Wasser mit diesen Frequenzen auflädst. Du kannst also dann Wasser nehmen und es vor dein Herz halten und dich auch in Liebe und Dankbarkeit mit dem Wasser verbinden und dann diese Heilfrequenzen einfach über dein Herz in dieses Wasser hinein manifestieren. Einfach weiterfließen lassen. Umso entspannter du dabei bist, umso besser. Lass es einfach fließen. Gut, ich bin jetzt schon wieder so, dass ich es tatsächlich mache. Ich wollte es euch ja nur zeigen, das kannst du dann selber machen. Übrigens, also was noch betont wird, ist, dass diese Frequenzen nicht für Tiere funktionieren. Also die Zahlenreihe 8787 ist tatsächlich nur dafür da, um uns mit der menschlichen Seele und damit der uns eigenen kosmischen Apotheke zu verbinden. Jede Spezies hat ihre eigene kosmische Apotheke. Die Plejaden haben eine andere, die Sirianer haben eine andere und die Arcturianer haben auch eine andere. Jede Spezies hat ihre eigene Apotheke. Und es ist so wundervoll unkompliziert, einfach sich damit zu verbinden, dieses Wissen wieder zu nutzen. Und das wollte ich dir hier gerne näher bringen, einfach kurz darlegen. Nutz also diese Chance, wenn du möchtest. Steht natürlich jedem frei. Ob du es jetzt einfach in dich direkt runterlädst oder nochmal dein Wasser programmierst und dann dieses Wasser über den ganzen Tag übertrinkst. Ich mache meistens beides. Während des Downloads in meinen Körper und Geist, Seele, kriege ich diese Frequenzen ja auch schon zu spüren und dann gebe ich sie weiterhin noch ans Wasser ab. Und ja, es macht Freude und man merkt tatsächlich, dass das Wasser, kannst ja mal Acht drauf geben, das Wasser davor zu probieren und hinterher zu probieren und den Unterschied herauszuschmecken. Das Schöne an der ganzen Sache ist, du kannst nichts überdosieren, es gibt keine Nebenwirkungen, denn jede dieser Frequenzen, die du hier runterlädst, jeder dieser Extrakte, sind selber intelligente kosmische Wesenheiten und sie werden nur dort mit dir in Resonanz gehen, also dort mit dir andocken, wo ein Resonanzfeld besteht und dann auch nur in der Dosierung verabreicht werden, wie es gerade für dich gut ist. Extrakte, irgendwelche Mittel, die für dich gerade gar nicht stimmig sind, werden überhaupt nicht eindocken, werden sich gar nicht einklinken können in deine Resonanzstruktur. Also es ist wundervoll, du hast keine Nebenwirkungen. Es ist töricht, meines Erachtens, dieses Wissen nicht zu nutzen. Und genau, damit also viel Freude, Heilung, Kraft, Transformation auf deinem Weg.
und bis zum nächsten Video. Danke, danke, danke. Wie die Plejaden immer so schön abschließend sagen. Namaste.